Hallöchen, Boss. Bei dir mache ich natürlich gerne eine Ausnahme. Gib mir zwei, wo hast du überhaupt nichts? Oh, One-Shot hier alles. Wo bin ich jetzt gerade in die Höhle rein? Ich weiß es nicht. Ah, genau hier wollte ich. Und jetzt suchen. Aber hier zum Beispiel ist... Ah, okay. Es wird nur alles zurückresettet, was weit genug entfernt ist, um wenig Level zu geben. Hier die Gegend wird nicht resettet, weil wir noch zu nah dran sind an der Storyline, sag ich mal. Aber das interessiert mich auch nicht. Ich bin ja hier, um den Wolf zu finden. Den Phasenwolf. Der weiß, was Phase ist. Den haben wir hier nämlich noch nicht entdeckt. Das ist ja der einzige Grund, warum ich hier unten hier nochmal herkomme. Wenn ich den jetzt vielleicht nicht finden sollte und ihr wisst, wo der ist, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Der Phasenwolf, wo steckt er nur? Hier scheint das schon mal nicht zu sein. Zur Sphinx am verlassenen Tor zurückkehren. Weitere Teile des Roboters suchen. Naturellement. Bevor wir uns hier aber auf Robotersuche begeben, möchte ich gerne den Phasenwolf so ein bisschen gerne. Ich will Lust dazu. Naja, das lässt sich doch mit dem Springen so beschissen machen. Verlasse Grundsteinminen irgendwas. Ich finde die Karte, muss ich gestehen, auch ein bisschen schlicht dargestellt. Klar, natürlich, das Spiel ist uralt, aber... Aha, okay, hier liegt der Boss noch mit seinem Zauberknüppel. Verlasse Weidenhain. Wo ist dieser Wolf? Wo bist du, mein kleines Schmuckstück? Ich würde dich gerne doch einmal in dein Reich begleiten. Zu einer kleinen Teeparty. Wie wär's denn? Mit dem kann ich nicht mehr quatschen. Na gut, wenn der nicht will, dann will ich auch nicht. Die Flüsterhöhle betreten will ich auch nicht. Ich will nur den Phasenwolf finden. Ich bin der Meinung, der ist meistens am Rand von Gebieten. Puh. Hier werden wir ihn bestimmt nicht übersehen haben, weil hier waren wir auf jeden Fall drauf. Esterianer Refugium. Ich könnte mal schauen, ob es vielleicht hier ein Phasenwolf. Aber selbst hier ist ja alles abgesucht, das heißt, wir müssen hier gewesen sein. Da liegt wieder so ein Boss. Und auch hier nichts als karge Einöde. Ja, das Darfnendlerlager noch. Was wir ja verwüsten sollten.
Wo bist du? Mein Felsen. Mein kleiner, lieber Phasenwolf. Wo steckst du? Auch hier leider nichts. Irgendeine Statue, die ich jetzt gar nicht so kenne. Tja, ich glaube, wir finden den hier nicht. Das tut mir jetzt sehr leid, dass wir jetzt die ganze Zeit gesucht haben. Zum Stiegischen Horst. Das tut mir sehr leid, dass wir den jetzt ewig gesucht haben, aber irgendwie bin ich in der Höhle. Oh, das ist ein Fail. Moment, ich will hier raus. Na gut. Ich frage mich, wo wir danach hinkommen, ob das... Obwohl, ich weiß es nicht, vielleicht endet das in der Wüste hier auch schon, das Spiel. Ich hoffe es nicht, weil das Spiel macht mir mega Spaß. Hab's auch schon, wie gesagt, die Nachfolger und so ist alles schon geplant und bla bla bla. Aber das Spiel macht mega viel Spaß einfach nur. Ich weiß es halt nicht für die Zuschauer, aber es interessiert mich einfach mal nicht, sage ich mal. Weil, ist halt so. Hauptsache ist ja erstmal natürlich, man hat Spaß an den Spielen, die man spielt. Und das hier macht mir mega Fun. Na gut. Dann gehen wir mal zur Sphinx. Der weiß mehr als... Sklaven der Ephraim. Aber nun gibt es Hoffnung auf Retania. Im finsteren Hort die Feinde lauern. Rettet Mana und Zerifesh's Mauer. Eine Sphinx natürlich, die hat mehr Wissen als alles andere, die sieht Dinge voraus. Und wir sind mega OP für dieses Level gerade. Wir werden jetzt durchrushen, das sage ich euch. Prügelstab. Wir sind 2 Level über dem erforderlichen Level für hier. Das wird lustig. Mobiler Spawner. What the fuck? Was ist das denn? Mobiler Wachposten? Achso, der ist ja nicht mehr noch, oder? Klar. Warum nicht? Schockschraube. Schockschwere Not! Okay, wir haben es über... Ich hab's echt übertrieben mit dem... Also, da kommt bestimmt noch was raus aus dem Sarkophag. Ja, ja, stopp ruhig. Okay. Bin verwundet. Das durfte, dass er alles schießen kann. Moment. Und los weiter geht's. So, ist der auch weg. Und dann geht's jetzt hier hinter. Ich bin verwundet. Ja, ja, du bist verwundet. Komm, jetzt schon mal einen Schluck mal sagen. Sag mal, hier Ruhe. Okay. Na gut, weiter geht's. Das hier scheint jetzt eine richtig krasse Festung von dem zu sein. Ich muss gestehen, so leid es mir selber tut, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Endkampf.
Ezoria Scheuser. Ich brauche mehr Mana. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Endkampf. Wir bekommen ja auch richtig krass viel Zeug geschenkt. Also das scheint hier schon... Diese Schockschrauben sind nervig, gell? Wow. Was ist das denn? Na komm mit. So, super. Ich frage mich, wo die Dinger herkommen. So, stirb, 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 stirb. Die müssen ja irgendwo gespawnt werden. So. Ah. Ich komme aus den Löchern hier raus. Mein Inventar ist voll. Oh, okay. IB. Geh meine Katze ausbauen wieder alles. Die kämpfen da gerade, das macht uns aber nichts. Wir rüsten mal ganz kurz. Hier nochmal zwei Glutsteine aus. Weil wir sie gerade dabei haben. Und es... Und da kommt sie wieder raus. Alter, mobile Türme sind so krass. Nein! Den waren zu viele. Was? 1000 Gold, um hier wiederbelebt zu werden? Ich habe das Gefühl, wir sind echt am Ende angelangt. So ein bisschen. Das macht ja alles gerade so einen Eindruck. So diesen endgültigen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht lüge ich ja auch und weiß es einfach nicht besser. Ich weiß es nicht. Okay, Junge. Dann gib mir mal ein bisschen Verzauberung hier auf meine neue Pistole. Bam. Das Glück ist mit euch. Oh, doch meine... Was? Was habe ich jetzt gemacht? Wo ist meine... Na klar, warum nicht? Und noch meine neue Robe, die auch nochmal. Ist auf eurer Seite. Ein bisschen Verzauberung, das ist immer ein Set, da kann man das schon mal schön verzaubern. So, klack, klack. Das Glück ist mit euch. Komm, klack. Können wir denn hier noch irgendwie... Da noch nicht. Da vielleicht. Ich will jetzt noch ein bisschen. Was haben wir eigentlich bekommen jetzt? Wir haben bekommen... Gesundheit, Bonus auf Attributität, irgendwas. Und was haben wir noch bekommen? Bonus auf Attribut, Geschicklichkeit. Okay. Unsere Gesundheit... beträgt 2200, what the fuck. Na gut. Dann wollen wir mal. Auf zur Wächterin und retten wir sie mal. Zum zweiten Mal. Wenn ihr zwei, ja, gleichartige Waffen führt und dann den Rest könnte ich nicht lesen. So. Ich hätte auch ja jumpen können, sehe ich gerade. Na gut. Ich muss gestehen, ich fände es sehr schön, wenn mehr von diesen Texten in dem Spiel vorhanden wäre, wie wir am Anfang gefunden haben, wo erklärt wurde, warum der
Alchemist so durchgedreht ist. Solche Texte fände ich geil, also wenn man sowas zum Lesen hätte zwischendrin mal. Ich glaube, wenn ich das nächste... Ich habe ein bisschen, muss ich gestehen, in den letzten Wochen habe ich so ein bisschen was über das Spiele, sag ich mal... Was ist denn? Über Spiele... Wow, what the fuck. Okay. Das ist gerade ein bisschen doof. What the fuck, was ist das denn? Was ist das denn? Wie sinnlos ist das denn? Was ist das denn jetzt bitte gewesen? Ist ja kein Wunder, dass wir da sterben. Ich bin ja jetzt gerade... Ihr habt es gesehen gerade, das hört ja gar nicht mehr auf. What the fuck?